Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Es geht weiter und wir versuchen heute, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, den Ork-Hort oder Orkstedt da hinten auseinanderzunehmen. Kleine Info, der Bug mit den ganzen Statuen ist nun behoben. Ihr müsst die alle wieder aufbauen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ihr kriegt wieder Sachen. Das heißt, ich habe nämlich dadurch gerade noch den Hammer freigeschalten, also den Hammer des letzten Bündnisses, die Erebor-Stiefel, die Erebor-Rüstung und die habe ich jetzt auch gleich draufgezogen und wie ihr seht, wir haben jetzt Verzauberung drauf, Schockschaden und Orkverderben. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, dürft jetzt ja dem Ganzen jetzt nichts mehr im Wege stehen, ne? Hoffe ich mal. Es war doch schon ein ganz schöner Haufen, muss man sagen, das letzte Mal. Und wie immer sage ich vielen lieben Dank für eure Unterstützung in den Videos in letzter Zeit. Vielen, vielen lieben Dank. Und ja, gucken wir mal. Uff, zwar, du mich auch. Also, sie sind halt trotzdem ganz schön stark, ne? Okay, und ab hier hauen sie dann ab. Ist okay. Ich brauche ein besseres Waffen für das. Das ist eine mehr für mich. Okay, das ist schon, es ist schon einfacher auf jeden Fall, definitiv. Ja, definitiv. Oh Gott sei Dank. Okay. Dieses Pfeife ist, ach so, das bedeutet, dass ach so. Dürfte ich hier mal durch? Danke. Hallo, meine Damen und Herren. Das sind aber wirklich viele. Okay, und oh ja, natürlich. Mahlzeit. Uff. Okay. Den nächsten Hammer. Lad doch den Schlag auf, Alter. Und nochmal. Ich sag zu euch noch, man soll in Kämpfen gucken, dass man nicht alleine steht. Und selber stehe ich der letzte Dümpel im größten Haufen drin, ne? Ja, aber wir kommen vorwärts. Das ist okay. Das war knapp. Oh, wir haben keine Rüstung mehr. Uh.
Gott, ich habe noch nicht mal alle. Oh. Okay. Es werden halt auch nicht weniger, ne? Oh, den hat's aber ganz schön weggehauen, Alter. Wir haben jetzt halt auch schon wieder späten Nachmittag. Und nochmal. Ah, ich habe ihn nicht erwischt. Ah. Lembas Brot. Oh Gott, ja, wie viel... Mhm. Klar, natürlich, Jungs. Nein. Mist. Gar nicht so einfach. So. Also ich habe die Sachen jetzt alle wieder geholt. Es ist ein anderer Tag in der Aufnahme, weil ich gestern nicht mehr dazu kam. Und ich habe noch kurz den Hammer des letzten Bündnisses geschmiedet mit Orkverderben drauf. Ich hoffe, das bringt was und ich hoffe jetzt ganz schwer, dass die jetzt alle nicht nachgespawnt sind. Das wäre jetzt richtig kacke. Und die den Erebor-Kettenpanzer und die Erebor-Stiefel habe ich noch gemacht. Hatte ich das schon? Ich weiß es nicht. Ich habe auch immer noch nicht rausgefunden, warum das Spiel manchmal ruckelt. Ah, okay. Okay. We got orcs. Ever wonder what a sunrise feels like? Get him. Okay. Okay, der Hammer ist sehr gut. Der Hammer war eine richtig Hammerentscheidung. Take that! Uaha, die sind doch wieder alle da. Oh, 85 Crit. Wuhu. Okay, so. Das Ganze ist schon viel einfacher. Ich störe nur die stark gepanzerten Goblins. Und dass es manchmal nicht auflädt. So. Okay. Ich hab geblockt. Also jeder, der den Teil alleine gemacht hat, Respekt. Also einfach ist es halt echt nicht. Ah, Mist.
Ah, nicht. Nein. That's all you got. Komm schon, komm schon. Ich krieg dich, Alter. So, dich habe ich auch. Erstmal wieder einsammeln hier. Okay. Wir haben, glaube ich, schon ganz schön was geschafft. Das Ding klingelt nicht mehr so stark. Alter, dieses Geruckel manchmal geht mir so tierisch auf den Keks. Das waren alle. Geil. Sehr schön. Und der Schlüssel gehört mir. Was ist hier drin? Oh, klasse. Schwarze Diamanten. Yay. Ah, wir können schnell reisen. Okay, sehr schön. Das ist sehr gut. Das freut mich jetzt richtig. Oh, nochmal welche. Haben mehrere. Sehr schön. Uff. Ich hoffe, hier sind jetzt nicht noch mehr. Wir haben halt schon Nachmittag, aber... Bringt mir das was? Ah, Metallteile. Okay. Uff. Was ist das? Kann ich bestimmt noch nicht abbauen, oder? Oh, ich habe Lembasbrot gegessen. Das wollte ich nicht. Kostbare Edelsteine. Ah, wir könnten jetzt bestimmt gleich die stärkere Spitzhacke machen. Uff. Okay. Uiuiuiui. So, warte mal. Hier ist nix. Okay. Lass mich auf die Karte gucken. Theoretisch muss ich da lang, oder? Hier ist nämlich wieder nix. Außer wenn man hier abbaut. Okay. Später Nachmittag. Nee, wir ziehen das jetzt durch. Ich will das jetzt wissen. Hier ist Zinn. Okay. Soll ich dir was sagen? Komm her. Das sind auch noch welche. Oh Gott, meine Güte. Ach, der ist down. Nee, Junge. Der hat schön viel verloren. Okay, da kommt nochmal ein Dicker, dann komm her. Oh Mist. Ah. Naja, was ich erwarte, was erwarte ich denn? Es ist Orkstedt. Harte Klopperei, ich sag's euch hier. Ah, hier sieht's gut aus. Ehre, wem Ehre gebührt. Oh Gott. Ich will nichts sagen, aber das sieht mir eher mehr nach Boss aus. Okay, merken. Da gehen wir danach hin. Ich muss hier mich noch kurz ein bisschen
Das ist ein Boss. Verfolgt er mich jetzt? Muss er sagen. Er wird ja wohl auch mal noch looten dürfen, oder? Okay. Also Angst habe ich nicht, aber Respekt. So wie vor dem Zwerg. Probieren wir es nicht. Die Sachen sind schon ganz schön down. Gut, wenn ich jetzt sterbe, dann sollte da ja theoretisch nichts mehr sein. Ich habe halt auch kaum Rüstung, ne? Nee, sorry. Ich laufe jetzt kurz zurück, repariere alles, gehe schlafen und dann kommen wir wieder. So, da bin ich wieder zurück. Wir haben den nächsten Morgen. Ich habe alles repariert. Ich hoffe ganz schwer, ehrlich gesagt, dass hier jetzt nicht gleich wieder alles voll ist, aber ich glaube, wo geklärt ist, ist geklärt. Und bin ich ja mal gespannt, wieso der erste Boss ist. Schreibt doch gerne liebend in die Kommentare, ob ihr den ersten Boss auch schon gemacht habt, ob ihr ihn schwer fandet und was ihr schwer fandet oder was ihr einfach fandet. So, jetzt komm her, du kleine... Okay, er kommt schon von selber, okay. Oh cool. Got ya. No orc will be a lord of Moria. Oh Gott. Come. Okay. Take that. Wie mache ich gegen dich am geschicktesten Schaden? Give up already. You will fall like Azog. Bist fallen wie Azog. Like das ist doch was. Okay. Stay down. Da gibt's irgendeinen Trick, da hinzukommen. You will die. You'll die like any orc. Got ya. No orc will be a lord of Moria. Gebiet nach Bruchstück von der Axt durchsuchen. Ich hab die Axt. Ach komm, das wollte ich doch jetzt gar nicht. Ach, ich bin auf der Axt. Okay. Sehr gut, Alter. Ah, jetzt sieht's doch schon besser aus. Jetzt, okay. Stay down. Perfect. Alter. Also ich muss sagen, Bosskampf, ja, okay, aber... Muss denn der ganze Kindergarten... Alter, der ganze Kindergarten auch dabei sein? Ah, okay. Geh weg. Muss nur, okay, aufladen und dann direkt... Ach, komm. Und dann direkt in den Block gehen. Direkt in den Block. Okay. Aufladen. Das werden ja auch nicht weniger, ne? Ah, nicht auf ihn. Ah. You will die.
Das ist eine Idee. Ach komm, nee, Junge. Du bist mir aber nicht... Oh Gott. Nein, so vielleicht nicht unbedingt. Natürlich erwische ich nicht ihn. Ach komm. Okay, ich muss irgendwie gucken, dass ich wieder seitlich an ihn... Ah, nicht so. Oh, noch einmal, komm. Yes! Herrlich. Das Ende von Azogs Linie. Welche abscheulicher Praktiken sich die Rahas bedienen, um sich fortzupflanzen, hoffe ich niemals zu erfahren. Immerhin hat nun wenigstens die Linie des der Azog, Bolg und Bollak Angehörten ihr Ende gefunden. Ich widme diesen Sieg dem verbrannten Zwergen von Aznulbizar. Ach, Aznulbizar, okay. Zum Essen habe ich natürlich nichts gefunden. Also das war der Bosskampf. Nicht einfach, vor allen Dingen mit den immer mehr und mehr werdenden Orks. Ach, meine Güte. Oh, hier. Luti, Luti, Luti. Eieieiei. Ist ja ganz schön mit Loot beschäftigt. Also wie gesagt, ich finde ihn nicht... Also ich fand ihn jetzt nicht besonders... Weiß nicht. Fand ich ihn schwer? Fand ich ihn nicht schwer? Kann man das essen? Achso, da kommt noch Holz raus. Okay. So, okay. Wir müssen... Liegt hier noch irgendwas rum? Ne, da muss ich jetzt nur wieder gucken, dass ich hier hochkomme. Ich hätte mich jetzt ja noch irgendwie über eine coole Truhe oder so gefreut. Bin ich ja auch ehrlich. Ne, da waren wir doch schon. Ach, wir haben doch Durins Axt schon. Also den Teil davon. Okay, muss ich jetzt hier durch oder ist hier einfach nur... Einfach nur so Fels zum Abbauen. Wenn ja, wäre ja unsere nächste Stufe. Wir müssen durch den Nebel irgendwie. Oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Also hier geht's nirgends speziell hin. Okay. Okay, hier kannst du halt einfach nur abbauen. Okay. Ja, dann, Tor zu Durins Hochstraße. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich mal wieder zurück ins Lager. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben da lassen und so, ne? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kampf fandet. Also, wenn ihr ihn selber schon gemacht habt und ansonsten auch zum Zugucken. Lasst liebend gern ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wenn weiter ums Thema Moria und Aufbauspiele und allgemein die Sachen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und euer Wiki sagt...
Danke für alles und tschüss.